das tun wir jetzt. Wir können ja, schnell reisen wieder, weil, wie gesagt, das ist die ganze Zeit nur Hin- und Herlauferei, wäre das genau zum selben Punkt. Wir müssen natürlich zum Lager. Da ist das Lager. Wir haben das auch alles. Ach, wir können im Moment nicht nach Weißlauf reisen. Okay. Dann ist das in Ordnung. Was? Oder sterbt. Ja, wo ist denn der? Jetzt geht es ums Ganze, Männer. Sie sagen, unsere Sache sei. Mich gönn eine Foto machen. Unrecht. Beschimpfe uns als Diebe, Halunken und Mörder. Aber. Dann können wir also anfangen mit der Schlacht um Weißlauf. Mal sehen, ob die schwer wird. Ich weiß nur, dass hier immer relativ seltsam waren, die Schlachten hier um die großen Städte, aber naja, Papa schon. Die Söhne und Töchter von Ladenbesitzer. Und wir sind nur so weit gekommen, weil unsere Sache gerecht ist, weil wir vereint kämpfen, weil unsere Herzen vor Zorn schier bersten. Was wir hier und heute tun, tun wir für unser Land, für alle Waren. Wo schießt der denn hin? Das ist aber weit daneben. Die Mauern von Weißlauf sind hoch, aber auch alt und brüchig. Genau wie das Kaiserreich, dessen Armee sie beschützt. Ihre Barrikaden behindern uns, aber wir werden erst sie und dann die Kaiserlichen hinter ihnen zerschmettern. Unser Ziel ist die Zugbrücke. Wenn wir sie herunterlassen können, gehört die Stadt uns. Alle zu mir auf mein Kommando. Zeigen wir diesen kaiserlichen Milchtrinker, wie echte Nord aussehen. Jawohl, dann... Durchbricht die gegnerische Barrikade. Alles klar. Können wir jetzt mit drei Leuten Weißlauf einnehmen? Ja, circa. Gut. Wenn das so ist. Bayern nochmal. Gleich irgendein Krempel passiert. Kaiserreich hilft auch noch mit, gar kein Problem. Wow. Ihr wollt ein Krieger sein? Jetzt bringen wir es zu Ende. Ah, man kann die auch nicht looten, die verschwinden relativ schnell direkt danach. Das ist okay. Dann. Kaiserlicher General, vergiss es. Hey. Wir müssen mal kurz weg und uns heilen.
auf der Mauer da oben! Ist das alles, was ihr könnt? Nö, nochmal. Ja, viele immer. Ach, die scheinen auch wieder zu spawnen, kann das sein? Ihr habt gewonnen! Ja, 22 auf 60, sehr gut. Und jetzt kriegst du noch eine ab. Ich kann euch. Ich will das hier schnell beenden. Ich. Zwinge, Jarl Barguth den Älteren, sich zu ergeben. Oh. Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. So, wir sind in Weißlauf. Er muss jetzt aufgeben. Die Söhne von Himmelsrand. Blut tränken. Auf die Knie. Verflucht sei das Kaiserreich! Nee, da können wir nicht lang. Na gut. Wozu die Eile? Ja, gegen so ein Schwert könnt ihr auch nicht ausrichten. Das ist schon ein ziemlicher Knüppel. Denkt ihr euch überhaupt an? Nehmt mich nicht. Warum läuft denn hier eine Kuh rum? Ich werde den Boden mit eurem Blut tränken. Wir sind fast schon in der Drachenfeste. Das muss man sagen. Das ging recht schnell. Einfach chancenlos. Speichern. Der finale Schritt ist getan, um Weißlauf zu übernehmen. Ja, noch nicht ganz. Dafür ist es jetzt ein bisschen spät, meint ihr nicht? Zurück, Herr. Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pakt meine Stadt erobert, ohne selbst das Schwert zu ziehen. Des Kaiserreich. Irelit könnte stark sein, die gegen die lehne ich mich jetzt mal nicht auf. Oh, oh, gerade in letzter Sekunde haben wir das noch, habe ich noch gesehen, dass wir am Sterben waren. Oh. Genug. Das reicht. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Frieden! Hört auf zu kämpfen! Das ist ein Befehl! Aufhören! Ihr solltet mit dem Vogt reden. Begebt ihr euch? Ich gebe auf. Ja. Lasst mir ein paar Stunden zum Packen. Und dann verschwinde ich.
Ihr habt mein Wort. Waldhof! Regner Graumähn. Eure Familie war auf den Mauern auffällig anwesend. Jetzt weiß ich. Hätte ein Dolchstoß in den Rücken nicht gereicht. Glaubt ihr, das ist was Persönliches? Das Kaiserreich hat nichts mehr in Himmelsrand zu suchen. Jetzt nicht mehr. Und ihr habt nichts mehr in Weißlauf zu suchen. Noch ist dies eine angenehme Position. Doch hört auf meine Worte, alter Mann. Bald wird die Rebellion Ulfrichs Leuten über den Kopf fassen. Und was dann? Wir brauchen das Kaiserreich ebenso sehr wie das Kaiserreich uns. Wir Nord sind das Weißlauf Ärger macht. Unser Blut hat es Ärger von Drachen. Unser Blut hält es am Leben. Gerade ihr solltet das doch wissen. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Könnte man verdammt noch mal anbeten, wen man will. Wollt ihr ein Kaiserreich ohne Talos? Ohne Seele? Bekämpfen sollten wir diese Hexenelfen. Nicht vor ihnen auf die Knie fallen. Der Kaiser ist nur eine Marionette der Talmor. Himmelsrand braucht einen Großkönig, der für es kämpft. Und Weißlauf braucht einen Jarl, der dasselbe tut. Sagt mir, Wigner, war es all das wert? Wie viele der Leichen, die unsere Straßen säumen, tragen die Gesichter von Männern, die euch einst ihren Freund nannten? Was ist mit ihren Familien? Schluss jetzt! Alle beide! Da draußen steht eine Stadt in Flammen, die regiert werden muss. Er hat recht. Galmar, kommt, lasst uns für Ordnung sorgen. Das ist noch nicht vorbei. Und ob es vorbei ist. Auf so drohen, sonst kloppe ich dich direkt um. Das ist noch nicht vorbei. Und ihr, ein Sturmmantel? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr werdet diesen Tag alle noch einmal bereuen. Geht nach Wind und berichtet Ulfric von unserem Sieg. Die Schlacht um Weißlauf also abgeschlossen. Haben die denn hier mal Geld? Aber die haben Pfeile dabei. Befreiung von Himmelsrand. Schreitet voran. Und danach können wir dann auch wieder ganz normal nach Weißlauf reisen. Wir haben diesen Kaiserlichen gezeigt, aus welchem Holz echte Norden geschnitzt sind. Großartig. Und jetzt wiederum genau derselbe Weg wie die ganzen Male eben. Deswegen, wie gesagt, Schnellreise ist traumhaft in dem Spiel. Sagen wir Ulfric Bescheid, was los ist. Weißlauf ist bezwungen. Und die Sachen liegen immer noch am Boden. Könnt ihr mal aufräumen. Die Sturmmäntel sind im ganzen Wir Land haben siegreich. Das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern. Jawohl. Das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Wir sind Eisadern. Hier, nehmt dies. Das Bescheuerte. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Was ist unser nächster Schritt gegen das Kaiserreich? Mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager in Falkenring findet. Galmar wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Was genau muss ich da draußen machen? Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Okay. Talos möge euch leiten. Ja. Was haben wir denn jetzt für ein Kackschwert gegeben? Das braucht bestimmt wieder kein Mensch. 39 Schaden. Ja, es geht, ne? Das ist immer 1300 wert. Steckt das Ziel in Brand? Ja. Ist jetzt nicht scheiße zumindest. Aber nichts, was wir brauchen würden. Gut, das nächste geht also für uns nach Falkenring. Und dort entscheidet sich dann, was wir als nächstes tun müssen.
Ja, ach, haben wir sogar auch schon aufgedeckt. Na gut. Freie Falken. Sollen wir die Ebenerzklinge verkaufen, oder? Weil wir haben schon eine Ebenerzklinge eigentlich in unserem Haus. Das heißt, wir könnten... Wir müssten jetzt wieder nach Weißlauf reisen können. Jawohl. Mal eben 11 Stunden warten. Und dann verkaufen wir die Klinge dann auch direkt. Und reisen dann weiter in Richtung dem Lager, wo wir hin müssen. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsrand könnte mehr Heiler gebrauchen. Hallo. Wir haben werft einen Blick darauf. Eben als Klinge des Infernos. 800. Bitteschön. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Guten Morgen. Morgen. Ja. Von Helgen. Wir können von Helgen aus nach Osten laufen, weil, ja, Weißenfelsen haben wir abgeschlossen, aber ich glaube, wir können noch Sachen aufdecken. Auf dem Weg dorthin. Ich meine, da wäre noch was gewesen. Schauen wir mal. Vielleicht auch nicht. So, da haben wir wieder auf. Was ist eigentlich mit deinen Waffen? Was braucht ihr? Verliert die Ladung gar nicht. Freut mich für dich. Nach euch. Viel Glück hätte ich gerne auch, dass meine Ladung von den Waffen nicht so schnell runtergehen. Nächste Level-Up wird schwierig. Wir könnten jetzt halt die zwei Waffen verstärken, was wir brauchen, um weiter gut zu leveln. Oder wir können halt auch bei der Schmiede weiter vorankommen und da weiter skillen. Wäre natürlich ebenfalls recht gut. Ja, nicht schon wieder denselben Fehler. Das Sturmmantellager war nämlich relativ weit oben. Im ersten Mal, wo ich das entdeckt habe, weiß ich noch, bin ich nämlich irgendwelche Berge hochgehüpft. Machen wir jetzt nicht. Wir laufen einfach außen rum und dann sollten wir da auch hinkommen. Mal sehen, was er von uns will. Wie wir Falkenring erobern. Oder auch nicht. Ja, jetzt hüpfen wir doch schon wieder hoch. Kann es doch nicht lassen. Eines Nachts ist mein Cousin verschwunden. Manche sagen, die Talmor hätten sich ihn geholt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich unter Ulfriks Banner marschierte. Kann ich mir hier die Tränke nehmen? Oh. Verwundete. Hier ist aber auch ein 85 Gold. Jo. Ich glaube, wir sind angekommen bei dem. Wir dürfen auch schon wieder tun, was wir wollen. 164k haben wir. Gut ist das, sag ich mal. Gut. Und hier ist der Galmar. Wir speichern ab. Ich mach kurz die Heizung an und dann reden wir ihn an. Udeli. Darum, man lebt für die Dinge, für die man zu sterben gewillt ist. Das ist gut ausgedrückt, tatsächlich. Wir sind die Graubärte. Ulfric kann euch mehr über sie sagen als irgendjemand sonst. In der Zeit vor dem großen Krieg wollte er selbst ein Graubart werden. Bitte neue Befehle. Ihr brecht zur Festung Neugrad auf.
Die halten dort ein paar von unseren Jungs gefangen. Aber mit etwas Glück können wir das zu unserem Vorteil ausnutzen. Ich habe ein paar Männer losgeschickt, um die Gegend auszukundschaften. Trefft euch mit ihnen, findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Mit einem Angriff von innen werden sie nicht rechnen. Es wird nicht einfach werden. Aber deshalb schicke ich ja euch. Habt ihr auch das Zeug dazu? Nichts, womit ich nicht zurechtkomme. Wir alle vertrauen auf euch. Befreiung aus der Festung Neugard. Waren wir da nicht schon mal? Oder haben wir da nur... Da müssen wir auf jeden Fall hin. Okay. Auch die haben wir schon entdeckt. Ne, da müssen wir hin vorher. Dann rennen wir erstmal dahin. Okay, dann können wir auch von hier aus erstmal zu den Männern. Ich muss jetzt ab und zu aber heute aufs Handy gucken, weil ich muss gleich nach dem Stream nochmal kurz raus und was holen. Und ich muss einfach wissen, uhrzeitlich nicht, wann das sein kann. Ich werde jetzt deswegen nicht früher aufhören zu streamen, aber muss das ja dann wissen. Wenn es nichts zum Abholen gibt, dann muss ich da auch nicht hinrennen. Kann ich mich nämlich direkt um die leckere Currywurst kümmern. Yam, yam, yam. Bis hier die Höhle aufdecken. Vielleicht doch nicht aufdecken? Na doch, geht. Da ist die Höhle. Ich habe nicht schweren Angriff gedrückt. Warum glitscht der durch die Gegend die ganze Zeit? Das ist verrückt. Gut. Rauwassergrotte entdeckt. Okay. Heilen wir uns. Und dann stürmen wir die Festung. So, da seid ihr. Ach, sowas. Sieh mal an. Ich verstehe, wie ist es euch ergangen? Verlangen, etwas zu töten. Mir geht es gut. Und wie geht es euch? Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Nur wilde Tiere töten vollkommen gefühllos. Wenn ihr sie nicht getötet hättet, dann hätten sie euch getötet. Das ist aber auch blöd. Wilde Tiere töten auch nicht gefühllos, sie haben Hunger. Aber trotzdem tötet man wohl selten gefühllos. Ihr werdet wohl recht haben. Es heißt, es würde leichter werden. Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist. Aber lassen wir das. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Wie lautet denn der Plan? Wir haben eine Höhle unter dem See entdeckt. Wenn wir Glück haben, führt sie in das Gefängnis. Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten.
Sobald die Gefangenen gerettet sind, geht hinaus auf den Hof. Wir stehen hier draußen Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir heraus. Ja, ja. Genau. Hört sich spaßig an. Wartet lieber bis zum Einbruch der Nacht, bis ihr euch hineinzuschleichen versucht. Leiche dich in die Festung. Ja, warten wir nochmal so 5 Stunden, dann haben wir Mitternacht. Dann sollte es noch ein bisschen dunkler sein. Und dann gucken wir mal, ob wir hier reingeschlichen was schaffen, uns reinzuschleichen. Gehe davon nicht so aus. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal welche vom Dach geschossen. Oh. Warum ist das denn jetzt schon fehlgeschlagen? Der hat mich nicht gesehen. Also, das ist doch nicht schleich. Wenn ich ihn heimlich töte, ist das doch vollkommen in Ordnung, finde ich. Egal. Also das finde ich jetzt wirklich Quatsch. Wenn ich heimlich töte, sollte das genauso als Schleichen zählen. Dann müsst ihr ja eben im Endeffekt alle töten, hat er ja gesagt. Also von daher... trotzdem da rein, wir reingehen sollten. Also, okay. Speichern wir ab. Und dann wird hier weiter den Steine nehmen wir mit. Ich kann Stimmen hören. Schlüssel, Elfen, Stahlbahn. Na, Trank der Wasseratmung. Du hast ja Nerven. Ein schöner Lappen. So. Ich dachte schon, ich würde hier drin versagen. Was? Lass mich doch mal hier durch. Wenn ich der Einzige, der hier befreit werden will. Zeigen wir es diesem Dreckskerl. Zu guter Letzt. Nichts wie weg hier. Wie lautet der Plan? Angreifen? Oh. Vorsichtig. Ja, Entschuldigung. Irgendwo gibt es hier noch mehr von denen. Ja. Mache ich. Manche sagen, die Talmor hätten sich ihn geholt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich unter Ulfriks Banner marschierte. Das Folterkammer, sehr gut. Und genug, die auch zu töten. Oblivion-Krise. Was haltet ihr von all dem?
Ich bin ein echter Nord. Wie lautet der Plan? Himmelsrand, okay. Wie lautet der Plan? Was haltet ihr von all dem? Wo geht's hier lang? Eines Himmelsrand. Ist mein Cousin verschwunden. Heiltränke. Sagen, die Talmor hätten sich ihn geholt. Es hat nicht lange gedauert. Okay, do okay. Dann. Ich habe genug von euch! Yeah. Verdammt! Oh. Was die ganze Zeit für Quatsch Gespräche führen. So einfach ist das. Kämpft wacker. Sterbt. Haben wir noch rein? Weshalb seid ihr den Sturmmänteln bei? Wir können aber. Oh, hör doch auf so labern, ey. Was ist denn los? Haben die das immer gemacht? Hau den einfach um gleich. Darf man wahrscheinlich aber leider nicht. Hätte er natürlich sehr verdient. Mit Zunge rausschneiden, damit er auch nicht noch auf die Idee kommt, ohne Kopf zu reden. Grausam. So. Ja, was zu looten? Jo. Gut, Aela, bereit? Dann gehen wir mal rein. Kaiserlicher Soldat. Merkt man, oder? Hervorragend. So, jetzt können wir erstmal in Ruhe looten, würde ich sagen, ja, nachdem hier die Kaiserlichen erstmal fast ausgeschaltet sind. Viele sollten hier eh nicht mehr sein. Überall schön die Pfeile mitnehmen. Richtig viele Pfeile. Sag ich nicht nein. Da geht's auch noch weiter. Heiltrank. Nähern uns dem nächsten Kampf. Viel ist aber auch nicht mehr übrig. Naja, immerhin hat er keine Schmerzen. Nur hat er es gar nicht gemerkt. Und das ist doch sehr gnädig. Bei den Elfenpfeil noch wegnehmen. Kaiserliche Rüstung. Nee, lass du mal. Brauchen wir nicht. Muss ja nicht die Rüstung von Verlierern tragen. Aber das von Sten da, ja, gibt zumindest mal 100 Gold.
Sieht uns gar nicht. Ja, richtig. Danke, Spiel. In die Luft. Da war eine Levante in der Luft, deswegen hat er uns nicht gesehen. Und wieder so ein feiges Stück. Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ja gut. Tag. Gelbes Mädchenkleid. Wieso haben die denn hier Mädchenkleider, die kaiserlichen? Will ich jetzt auch erstmal ab. Lassen wir so stehen. Aber bestätigt ja so das, was man über kaiserliche denken sollte. So. Jo. Falsche Richtung. Gut. Ausdauer. Und so sind wir fertig. Die Festung ist ausgelöscht. Keine kaiserlichen mehr am Leben. Sehr gut, dann können wir weiter. Beziehungsweise die Soldaten der Armee glitzern wie frisch gefallener Schnee. Klappern so laut wie Töpfe in der Küche. Sie sind in diese Richtung unterwegs. Ach, da ist der Roland. Ganz klar. Bei den Neuen, ich hasse das Wagen. Geht ins Lager dieses zurück und meldet unseren Wagen. Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Ich bin froh, dass ihr da wart. Wir werden diesen ohne euch hätte ich zeigen, es nicht wem geschafft. Dieses Land gehört. Melde dich. Erstatte, Roland. Dann ist die eine Quest doch fertig, oder nicht? Befreiung aus der Festung. Neugard ist tatsächlich fertig, okay. Das heißt, wir müssen schon wieder nach Ulfric zurück. Meine Güte. Na gut, machen wir. Windhelm. Wieder mal zurück nach Windhelm und wieder in den Palast. Wie lange man braucht, wenn man wirklich diese Wege läuft. Ja, so oft wie einen jetzt wirklich gerade nur am Hin- und Herschicken sind. Ist das dann schon effektiv so Spielzeit schinden? Weiß ich nicht. Ein bisschen, oder? Weil das ist schon krass. Weil wir allein wie oft wir jetzt hier schon hier hingereist sind. Aber die haben wieder aufgeräumt. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Hilft den Einwohner von Falkenring, ist fertig. Willst du mich verarschen, weil wir den Sturmmänteln geholfen haben? Jo, oh, geil. Da sehe ich mich. Können wir den Ulfric vielleicht ausrauben? Alter, was hier aussieht. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Oh. Ich bin stolz, dass wir Falkenring vom Kaiserreich befreien konnten. Ne? Auf vielerlei Art ist es das Herz und die Seele von Himmelsrand. Ganz zu schweigen von seiner strategisch günstigen Lage. Falkenring ist mit das Schönste. Nennen euch inzwischen Knochenbrecher wegen jawohl. Eurer Wildheit und Entschlossenheit. Ein passender Name. Also werden wir euch jetzt alle so nennen. Der Krieg verlangt uns so vieles ab. Und wir geben ihm und dem Volk alles, was wir haben. Aber etwas habe ich doch behalten, um es euch als Anerkennung zu geben. Bitte nehmt dies im Namen aller Brüder und Schwestern. Und ich brauche fähige und loyale Krieger in meiner Nähe. Darum möchte ich euch eine Heimat in Windhelm bieten. Sprecht mit meinem Vogt, der alles in die Wege leiten wird. Vulkanglasschwert hinzugefügt. Ja, aber danke, ich will nicht in Windhelm wohnen. Das ist schon eine sehr Stadt, oder? Wer will da wohnen? Kein Mensch.
Was ist unser nächster Schritt gegen das Kaiserreich? Begebt euch in unser Lager in Reach. Sie brauchen dort jeden fähigen Kämpfer, den sie bekommen können. Verstanden. Für Himmelsrand. Jawohl, schrei rum. Gut, gehen wir. Och, Aela, Mann. Geh! Danke. Oh. Vulkanglasschwert. Ist das was wert? 400. Aha. Die Belohnungen werden also nach und nach eher schlechter. Das heißt, wenn er Großkönig ist, dann kriegen wir einen Dolch. Gut. Kann ich mir jetzt hier den Ausdauertrank nehmen? Heiltrank dann auch. Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Ah, das ist doch schön für dich. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem 5000. An, was ich zu sagen habe. Der hat's ja nie all. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, wir verkaufen eben das Schwert, das ist nämlich auch schon wieder schwer. Jetzt müssen wir Reach befreien, das müsste das von Markarth sein? Ja, ne? Das Gebiet von Markarth ist doch Reach, meine ich. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lang. Ja, natürlich. Muss schon eingebildet sein, das ist wichtig. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sag, meine Wachen. Schmuckstücke, Krimskram, solche Sachen. Das war trotzdem nie Heiltränke. Unbrauchbarer Händler. Vulkanglasschwert, da bitte. Hab noch so ein paar Sachen. Hier bitte das. Noch bitte das. Ja, gut. Und Schriftrollen. Großartig. Schaut mal wieder vorbei. Wir werden jetzt allerdings kurzzeitig erstmal nach Falkenring reisen. Weil wir ja gerade die Quest fertig gemacht haben. Das heißt, wir können in Falkenring sagen, hey. Wir haben den Einwohnern geholfen, und so weiter und so fort. Ja, deswegen gehen wir jetzt nach Falkenring, mal kurz. Wir müssen dem Jarl sagen. Zusätzlich, habe ich was vergessen, nämlich auch in Falkenring gibt es eine Dedra-Quest. Und da muss man auf dem Friedhof, nämlich mit den Leuten reden. Ich habe mich schon gewundert, wo dieser... Ich habe nur an Hesine gedacht, das ist so ein Reh und Hirsch oder sowas in der Art als Dedra. Und der, ich glaube, Dedra, der jagt. Wahrscheinlich. Und ja, da habe ich nie was gemacht jetzt so großartig. Ich dachte, den trifft man irgendwo im Wald. Direkt den Hirsch hatte ich im Kopf. Ich wusste nicht mehr genau, dass man mit den Leuten am Friedhof reden muss. Feinde und Ohren. Beide sind überall. Hä? Wieso bist denn du hier? War hier nicht so ein ihr Junger? Gar nicht so dumm, wie ihr aus. Wenn ihr dem Kaiserreich freundlich gesinnt seid, solltet ihr Falkenring besser den Rücken kehren. Wenn ich nicht wäre, würdest du da nicht sitzen, du Penner. Nur mal so. Ja, aber wo seid... Wieso seid ihr ein besserer Jahr als Sieg? Zu meinen würde ich Falkenrings Kassen nicht leeren, um mir schicke Kleider und teuren Met zu kaufen. Zum anderen würde ich mich nicht mit Verbrechern und anderen einlassen, die ehrliche Leute ausnutzen, um sich zu bereichern. Ich bin zwar alt, aber ich habe noch nicht vergessen, dass es die erste Pflicht eines Jarl ist, für sein Volk zu sorgen und es zu behüten. Ich habe eurem Volk geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Falkenring. Bei. Glückwunsch! Ich gewähre euch einen Huskarl, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Nee. Okay. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Gut, freue ich mich. Also gut. Nicht schlecht.
Was wir alles so für Huskals kriegen. Wir haben ein Schwert gekriegt. Ringe von Falkenring. Wir haben noch recht früh. Wir warten mal kurz 3-4 Stunden. Dann verkaufen wir die hier eben noch. Da ist er aber am Kloppen. Stahl ist gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte euch die Waffe hier geben. Euch nicht. Das auch nicht, ja. $2,000 würde das bringen, die 40 Amnetiste zu verkaufen. Jo. Dann geht es weiter in Richtung Heimat einmal ganz eben. Von der Heimat aus können wir dann wahrscheinlich auch zu Fuß zum Lager laufen eventuell. Das müsste eigentlich in der Nähe sein. Wir können aber die Ebenerzklaue ablegen. Jetzt kommt aber gleich wieder dieses Nervende hin angerannt. Guck mal, Haustiere sind so ruhig und friedlich. Die sitzen da immer nur rum. Guck mal. Und anstatt hier mit den Tieren spielt. So, ich bin hier ausgewichen. Goldrachen, Elfenbein, nein. Und Diamant, Ebenerz. So, zweite Klaue, die wir haben. Nein. Weg. Weg, wir schaffen es. Wir fliehen vor dem Kind. Erfolgreich. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Tschüss. Renn du mal. Gut, ne? Da hinten. Nee. Können wir aber laufen mal das Stück wirklich. Wir haben schon was zum Aufdenken. Rorikstadt hätten wir eine Quest. Ist aber jetzt nicht schlimm. Wir befreien jetzt erstmal Reach. Hm. Jo. Wo ist denn diese Festung Grünwacht? Die habe ich auch schon aufgedeckt. Da ist auf jeden Fall auch eine wichtige Schlacht noch. Sag ich mal. Ist die hier in Rift? Amor. Algenfelsen. Das ist noch gar nicht in Rift. Da ist Rift. Was da? Grünwald, da. Da ist eine wichtige Schlacht, okay. Hochrotgar. Gut. Wandern war mal ein Ründchen. Krache Wölfe. Gehen aber dadurch. Also Schrecko. Oh, ein Wolf. Dass die einen auch immer noch angreifen. Ist das da hinten Weißlauf? Was ist das bitte für eine Weitsicht? Guck mal, wo wir hier sind. Und da hinten, wir können ein bisschen hinten hingucken. Ist ja mega schön. Da hinten ist Weißlauf. Cool. Von hier aus dann. Können wir von hier aus auch. Da sind noch so Bauern. Können wir da hochlaufen? Können wir da auch nach Einsamkeit gucken?
Schick. Da hinten ist Samkeit. Oder doch nicht. Das da hinten könnte Mortal sein. Hier, da, wo jetzt der Kreuz ist, müsste Mortal sein. Und da hinten ist Einsamkeit. Nice. Da hinten war Weißlauf. Ist schon cool. Das ist schon verdammt cool. Was wir jetzt machen müssen. Ich meine, Markarth wird ja nicht angegriffen. Die einzige Stadt, die wirklich noch direkt angegriffen wird, ist Einsamkeit in diesem Krieg. Dann. Und halt diese Festung Grünwall. Aber es müssten jetzt sonst eigentlich mehr so ja, einzelne Quests sein. Dieser Sonnenuntergang. Ach ey. Ein Träumchen. Allmögliches Viehzeug auch hinter uns, aber Aela ist wieder nicht zu sehen. Oh, leider und Feueratronar. Schade, wir brauchen immer noch Feuersalze. 6 Stück. Windschmied aus Rift. Was ist da unten? Na, das ist doch nichts Außergewöhnliches. Ah, da ist noch da ist eine Burg. Wahrscheinlich geht es um die Burg, wenn wir auch da in der Nähe wahrscheinlich das Lager haben. Oh, in Ordnung. Oh oh. Oh oh. Oh, wir haben es gespeichert. Das sind aber halt voll all die Abgeschworenen wieder hier. Setzt bloß nichts in Brand, in Ordnung? Was macht ihr hier? Orkjäger. Oh, ihr habt ihn. Den gesegneten Baba Yak. Ihr müsst ihn auf mich anwenden. Ihr gehört mir. Diese gehört verkehrt. Den gesegneten Baba Yak. Ihr müsst ihn auf mich anwenden. Das müsst ihr einfach. Wir mischen uns da einfach mal nicht ein, ja? Wenn so eine Verrückte da amok läuft. Das passt nicht. Das sollen die unter sich klären. Würde ich mal so sagen. Eieiei. Ein Bild von Einsamkeit machen. Weit entfernt vom Gipfel. Okay. Mit der Kamera los? Ist da irgendwas? Das ist doch da nicht richtig.
Okay. Noch immer. Keine Ahnung. Was denn für eine Burg? Ist da jemand? Bruchturmschanze. Abgeschworene. Okay. Sind jetzt mal nicht auf Konfrontation aus, ne? Muss man ja nicht immer machen. In Zeiten des Krieges ist schon genug Konfrontation. Ist das kalt, ey. Zumindest diesmal kaltes Weihnachten, nicht wie so vor ein paar Jahren, ne? Wo war das? Weiß ich nicht, also 3-4 Jahre her, oder? Oder ist schon wieder länger? Wo die Leute im Biergarten in Bayern gesessen haben, weil es so warm war. Im T-Shirt und so. Mega, ne? Da war irgendwas 15 Grad oder sowas, 16 Grad. Das war der absolute Shit. Lügnerzuflucht. Jawohl. Wir speichern und werden noch ein bisschen weiter erkunden. Hier gibt es noch einiges, was wir nicht aufgedeckt haben, wie ich gerade sehe. Jo, hier sind wir noch gar nicht unterwegs gewesen. Jetzt auch tendenziell eher zur Drachenbrücke. Die Hütte da. Was zum Entdecken. Oh, nice. Bye. Klippenflucht. Saharis Notiz. Zweischneidig. Wir haben eine Quest gefunden. Wieder einmal. Klauen ihm aber nichts. Klauen ihm jetzt erstmal nichts. So. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay, dann gehen wir jetzt hier irgendwo runter. Eishauchtiefen. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt nämlich dann auch davon wegteleportieren, wieder zur Lügnerzuflucht, weil jetzt sind wir so weit unten, da kommen wir auch nicht mehr hoch. Feind ist in der Nähe. Ach, Leute. Schlachterfisch. Nein, Bär! Sind wir hier irgendwie weg? Dass uns die Fische nicht mehr verfolgen? Oder was auch immer? Okay. Lügner zu viel. Dann können wir von da aus jetzt ins Lager der Sturmmäntel und die Befehle entgegennehmen, die wir als nächstes auszuführen haben. Das cool. Ja, so, wir haben Weißlauf eingenommen. Super, gehört schon mal den Sturmmänteln. Es kann so weitergehen. Dann, oh, Tränke. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich. Haben wir Neugard, den Falkenring, schon erobert. Wir haben da auch eine Quest beim Jarl abgegeben. Wir haben Sturmmäntel befreit. Und nun geht der nächste Schritt in Richtung Reach, also in der Gegend von Markarth. Das nächste Ziel. Dann müssen wir jetzt mit Galma reden. Ich mache kurz eine 5 Minuten Klopause und danach schauen wir, was er von uns will.